Ja, vielen Dank für die Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war ein sehr unerfreuliches Gespräch, das wir mit den Vertretern des Rechtsanwaltskammertags hatten. Es war atmosphärisch freundlich, inhaltlich nicht. Die Herren von der Rechtsanwaltskammer sind der Meinung, es reicht vollkommen aus, wenn man in die Standesvorschriften und in die Ordnungen, die es dort gibt, einschreibt, dass jeder 1.000 Euro Mindestlohn haben soll und es braucht keinen Kollektivvertrag. Auf mehrmaliges Nachfragen, zumindest für mich, konnte kein einziges schlüssiges Argument vorgebracht werden, warum man das nicht in einen Kollektivvertrag einschreiben kann, was man in eine Standesordnung hineinschreiben kann. Aber offensichtlich sind die Fronten hier verhärtet. Es ist vorgeschlagen worden, und wir sollen jetzt einmal eine Cool-Down-Phase machen und ein bisschen in Ruhe gehen. Und dann schauen wir im nächsten Jahr, ob wir vielleicht einen Kollektivvertrag machen. Und ich sage euch eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das werden wir nicht machen. Wir werden keine Ruhe geben. Wir werden die Öffentlichkeit auch nicht machen. Wir werden den Kolleginnen und Kollegen sagen, was ihre Rechte sind und wie sich die Standesvertretung hier verhalten hat. Und wir werden weiterhin auch mit der Öffentlichkeit im Rücken diesen Kampf führen, weil ich glaube, es gibt außer ein paar Ewiggestrige niemand in Österreich, der in Wirklichkeit für Vollzeitbeschäftigung Menschen 820 Euro netto verweigern möchte. Wir haben hier die Öffentlichkeit hinter uns und das werden wir nutzen und wir werden weiterhin Druck machen. Ich danke euch für die heutige Kundgebung.